Gott sei Dank gibt es solche Diskussionen. 2010 sind die Spiele vergeben worden, Russland und Katar. Und jetzt kommt man drauf, okay, das war nicht ganz austrein, was da über die Bühne gelaufen ist. Und ich glaube, das soll für uns alle ein Ansatz sein, dass wir genauer hinschauen für die Zukunft. Weil ich bin der Überzeugung, dass jeder selber seine Glaubenssätze jetzt stärker einfach formulieren kann, für was er steht auch. Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Aufbauarbeiten. Das sind viele, viele Brennpunkte, die jetzt öffentlich diskutiert werden und die meiner Ansicht nach sehr gut sind, dass die jetzt da auftreten und dass man hoffentlich, ich bin eigentlich überzeugt, dass man daraus lernt für die Zukunft.